Das ist der Torwächter von Blütenweiler. Er ist verantwortlich für den Schutz dieses Tores. Aber vermutlich würde er sofort fliehen, wenn Monster das Dorf angreifen. Ich weiß das einfach. Nennt man so etwas weibliche Instinkte? Sowas in der Art. Leute, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Wir haben den Koopa bereits dazu gebracht, das Tor zu öffnen. Und zwar auf Anweisung des Bürgermeisters. Ja, wir haben jetzt die offizielle Erlaubnis, uns um das Problem des Drachen-Logarts anzunehmen. Und um Logarts Burg zu erreichen, brauchen wir erst einmal den Sonnen- und den Mondschlüssel. Den wiederum bekommen wir in der Geröllburg. Und genau da geht's jetzt für uns hin. Ich sehe einen neuen Gegner auf dem Feld, liegend, und zwar ein Gangster-Koopa. Oder auch einfach nur Koopa. Ja, das ist ein Koopa, aber mit Gangster-Koopa liegst du gar nicht mal so falsch, wenn man sich den mal so ansieht. Außerdem kennst du Koopas bereits aus vielen früheren Abenteuern. Oh ja. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1, der Panzer ist ziemlich hart. Nur der Panzer? Lege sie mit einem Sprung oder Powerblock flach und die Verteidigung sinkt auf 0. Flachlegen kann ich. Okay, das sind jetzt genug Witze dieser Art. Zumindest nicht so kurz hintereinander. Aber ich denke, mit Koopas kennst du dich sowieso gut genug aus. Das stimmt, Gumbrina. Apropos Gumbrina. Ich finde sie so viel besser als Gumbario. Der Goomba-Partner aus dem ersten Paper Mario-Teil. Ich meine, nichts gegen Gumbario. Er ist schon okay so, ja. So ein cooles Kiddy, war immer ganz nett. Aber hatte etwas wenig Persönlichkeit, finde ich. Und Gumbrina ist mir einfach lebhafter. Und süßer. Ja, ich sag's wenigstens. Wow, wie es ist. Und du kriegst keinen gegnerischen Erstangriff. Ich allerdings auch nicht. Schade. Ja gut, dann müssen wir diesen Kampf eben ohne Erstangriff bestreiten. Das Wichtigste bei den Koopa ist immer, sie als erstes anzugreifen, damit sie liegen und ihre Verteidigung sinkt. Aber nicht nur das, die können liegend auch nicht angreifen. Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil. Bam, bam. Voll in die Eier. Da geht er down. Was hab ich jetzt vermisst, diese ganzen Soundtracks zu hören? Es ist so genial. Und ich liebe es, wie diese Feuertal-Routenmusik so ein bisschen Super Mario Bros. Vibes hat. Oder bin ich der Einzige, der so fühlt? Wenn ich den Track höre, ich höre auch immer einige Elemente aus dem Super Mario Bros. Theme heraus. So, und der Typ hat einen Powerblock. Das ist urkomisch. Weil eigentlich ist der Powerblock die größte Gefahr für einen Koopa. Wenn wir den einsetzen, dann fliegen die halt instant auf den Boden, ne? Und gerade in Kämpfen mit mehreren Koopas ist das insane. Ah, schade. Ich hatte jetzt kurz die Hoffnung, dass wir den Powerblock vielleicht als Preis bekommen. Aber müsste hier nicht ohnehin einer drin sein? Ja, so ist es. Vielleicht war der auch deshalb im Kampf verfügbar. Keine Ahnung. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Haut Schalentiere um. Ja, da steht's extra nochmal drauf. Und jetzt geht es hier in diese Burg. Und die Dinger hier sehen lebendig aus. Oder was meint ihr? Das liegt daran, dass sie auch wirklich lebendig sind. Oh mein Gott. Und das war gerade ein Fehler, mit dem Sprung den Erstangriff einzuleiten. Denn, wie man hier sieht, machen wir keinen Damage. Oh mein Gott. Aber ich nehme jetzt einfach mal die passende Ausrede. Ich wollte euch das nur zeigen. Und jetzt die Analyse mit Gumbrina bringen. Das ist ein Kahlkirk. Kahlkirks sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Also mein Typ sind diese Monster jedenfalls ganz bestimmt nicht.
Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 2. Ziemlich harte Brocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Oh, Verteidigung 2 sogar? Oh je. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen zu wenig eingekauft. Ich brauche nämlich noch mehr Powerblöcke. Komm bitte, drop einen. Ach so, die zählen als ein Gegner. Ah, nice to know. Trotzdem, ich hätte gerne noch einen weiteren Powerblock. Ließe sich da was machen, Spiel? Sonst könnte es in dieser Folge noch problematisch werden. Und mit Items wird nicht gegeizt. Ihr seht es selbst. Dieser Gegner hat einen Hartpanzer und kann damit seine ohnehin schon recht gute Verteidigung nochmals erhöhen. Das geht doch gar nicht, du. Also geht schon, aber finde ich nicht gut, meine ich damit. So, jetzt gibt's hier einmal Gumbrinas Kopfnuss, gefolgt vom Powerhauer, weil ich dich jetzt noch in dieser Runde bezwingen möchte. Musste ich jetzt nicht tun, ist aber cool. Und zack, der Baum fällt um. Und ich krieg vielleicht den Hartpanzer? Hab das schon so in Erinnerung, dass man immer sehr gute Chancen hat, die Items, die die Gegner da bei sich tragen, nach dem Kampf zu bekommen, wenn man sie rechtzeitig besiegt hat. Aber in diesem Fall irgendwie nicht. Machen wir jetzt echt Sorgen. Brauche doch einen Powerblock. Also jetzt Real Talk. So, jetzt gehe ich zurück und hol mir einen. Komm her, du Paradödel. Das war jetzt eigentlich recht klug gemacht von mir. Ich habe ihn runtergelockt, sodass ich ihm wieder gewachsen war und easy auf seinen Kopf bringen konnte. Hier, 200er IQ. Übrigens, Leute, ich möchte noch eine Sache ansprechen. Im Original-LP habe ich auch immer wieder Kämpfe geschnitten. Einfach, weil ich halt ja in der Storyline relativ schnell vorankommen wollte. Und ja, man muss schon sagen, die Kämpfe sind nach einer Zeit schon immer wieder das gleiche. Oh, eine Feuerblume! Das ist auch ganz nice. Aber ich brauche wirklich einen Powerblock. Na, jedenfalls, das war eine Entscheidung, die... Oh, yes! Was? Ich habe so viele Items? Willst du mich komplett verarschen? Okay. Dann... Warte. Wir werfen den Powerblock mal ganz geschwind weg und setzen sofort das Cooper-Blatt ein, welches uns wieder 3 BP zurückgibt. Das können wir uns immer wiederholen. Die wachsen nach einer Zeit wieder nach. Aber den Powerblock, den brauche ich jetzt echt. So. Um das Thema von eben jetzt abzukürzen. Ich wollte einfach in der Story vorankommen, war damals auch eine gute Entscheidung eigentlich, aber ich verstehe die Kritik, weil viele wollten das eigentlich nicht, haben das nicht gefühlt, dass ich geschnitten habe. Ich verstehe die Kritik und ich werde es in diesem Let's Play nicht so machen. Aua! Was zur Hölle? Trotz des Erstangriffs haben wir Damage gefressen? Wie kann das denn sein und warum sehen die Dinger so unfassbar gefährlich aus? Gumbrina, tell me more. Das ist ein Dornhart. Ein Steinmonster mit Dornen. Also wirklich Dornhart. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 4! Also selbst der Powerhauer macht 0 Damage. Feuerattacken wirken nicht. Angriffe mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Diese Biester können sich wehren. Hammer und Sprünge fallen aus, bleiben also nur Items. Wirklich fiese Typen. Ja? Und jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich unbedingt Powerblöcke haben wollte. Denn das ist so ziemlich das einzige Mittel am Anfang gegen die. Richtig krass. Und abwehren. Oh, ich hab doch A gedrückt, Mann. Scheiß Controller. Das ist schon ein richtig fieser Kampf fürs Early Game, muss man sagen. Klar, du bekommst kurz vorher einen Powerblock. Also eigentlich sollte da schon das Gehirn sagen, gehört zusammen. Aber... Ich verstehe es schon auch, wenn man da ein bisschen hängt. Ne? So ist es nicht.
Naja, jedenfalls werden in diesem Let's Play voraussichtlich keine Kämpfe geschnitten. Es wird alles drin gelassen, weil es ist halt auch ein Hauptbereich des Spiels. Und ich meine, ich kann mich ja nicht hinstellen und alle nachfolgenden Paper Marios dafür blamen, dass sie die Kämpfe rausnehmen oder extrem irrelevant machen. Oh, Ehrenbruder! Er schenkt mir einen Panzer! Danke, Mann! Kuss geht raus, danke für die Donation. Also ich kann ja nicht die nachfolgenden Paper Marios nach diesem hier kritisieren dafür, dass sie RPG-Elemente rausnehmen, dass sie die Kämpfe irrelevant machen. Ja, gerade Paper Mario Color Splash ist da ein gutes Beispiel. Die Kämpfe waren da einfach nur Zeitverschwendung. Weil du nichts dafür bekommen hast, außer vielleicht Münzen. Aber war nicht wirklich nötig. Und wenn ich dann selber Kämpfe aus dem besten Paper Mario rausschneide, dann ist das absolute Ironie, um nicht zu sagen, extrem dämlich. Des Weiteren habe ich auch einfach so derbe Bock auf das Game. Wenn euch die Kämpfe irgendwann zu viel sind oder so, dann spult halt vor. Ja, also so viel sollte man dann doch noch an die YouTube-Zuschauerschaft vertrauen dürfen, dass die das hinkriegt. So, den Pilz habe ich eben weggeworfen. Das tut mir fast schon in der Seele weh. Aber wir sind so dermaßen voll. Ich kann nichts weiter aufnehmen. So, und für diesen Kampf sollten wir uns auch erstmal auf die Koopa konzentrieren, dass die schon mal liegen. Dann wirst du ausgekontert. Ich sehe, es läuft heute. Noch. Wer weiß, was noch passieren wird. Und dieses eine Item, was man da unten gerade gesehen hat, das zeige ich euch, denke ich, später. Weil wenn ich das jetzt aufnehme, dann habe ich wieder keinen Platz und muss den nächsten Hotelgutschein über Bord werfen. Ich sag's nochmal, nur 3 Frames Zeit zum Kontern. Aber gut, es sind ja auch noch die einfachen Gegner. Ich kann euch garantieren, es kommen noch sehr, sehr viele Kämpfe, die echt schwer sind. Und damit meine ich nicht mal zwingend Bosse, sondern auch normale Gegner, wo das Kontern quasi unmöglich ist. Ja, also wenn ihr jetzt denkt, ja gut, der spaziert hier durch, weil das Game halt so derbe feiert. Ja, kann sein, aber es wird auch echt nicht einfach, es wird spannend. Ich versuch's mir auch nicht so krass einfach zu machen. Denkt jetzt nicht, ich konnte alles easy peasy weg. So, was haben wir hier? Einen Herzblock. Mit 5 Münzen drüber. Heißt, wenn ich den anstoße, habe ich die Möglichkeit, mich für 5 Münzen komplett zu heilen. Ist eine gute Sache, allerdings sollte das einem auch zu denken geben. Denn immer wenn so ein Block zu sehen ist, heißt das Gefahr voraus. Erst recht in Kombination mit einem Speicherblock. Es könnte zur Sache gehen. Was ist das denn da? Eine Twomp-Statue. Oh, what's going on here? Sie lebt. Wie schön, wieder Besucher in diesen Mauern zu sehen. Der Grund deines Kommens in diese Burg ist mir wohl bekannt. Du bist auf der Suche nach dem Sandschlüssel und dem Bootschlüssel. Nun, dann musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so erwartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Okay. Nun, nimmst du die Herausforderung an? Ja, klar. So sei es denn. Es gibt keinen Kommen mehr für dich. Wer jetzt aber dachte, es kommt zu einem Kampf, der irrt. Wir führen eine andere Art Kampf auf. Auf geistiger Ebene. Es ist ein Quiz! Es ist soweit Zeit für das große Grillburg-Quiz. Du siegst,
wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, erwartet dich ein grausames Schicksal. Kommen wir zu Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern dieser Burg? Oh ja, diese Drummer-Mucke ist auch geil. So, das Thema ist jetzt folgendes, Freunde. Wir müssen uns dumm stellen. Ich werde dieses Quiz mit Absicht verlieren. Warum werdet ihr noch sehen? Richtige Antwort wäre bei der ersten Frage höchstwahrscheinlich Sonnenschlüssel. Wobei das auch irgendwie nicht ganz korrekt ist, weil hier drin befindet sich ja auch der Mondschlüssel. Also wenn, dann muss man schon beides nennen. Aber ich hörte in der Bild-Zeitung, hier gäbe es Luigis Unterwäsche. Bist du dir da sicher? Ja, doch, klar. Die Bild ist doch seriös, oder? Nicht? So ein Schundblatt liest du? Selber schuld. 3 falsche Antworten und es geschieht etwas Schreckliches! Auf zur nächsten Frage. Okay, Fehler passieren wohl, schätze ich. Frage 2. Wie viel kosten ein Pilz und eine Feuerblume im Laden von Blütenweiler zusammen? Wow, das ist tatsächlich richtig schwierig. Aber es hat sich bei mir schon eingebrannt. Und außerdem waren wir in der letzten Folge im Laden. Ich weiß, die Blume hat mich 8 Münzen gekostet. Pilz kostet, glaube ich, in Rohlingen 5 Münzen? Also ist er hier in Blütenweiler scheinbar günstiger. Ich gehe nämlich auf 12. Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird's schwierig. Es geht weiter. Ach ja, ich habe das jetzt mit Absicht richtig beantwortet, weil er hat ja 5 Fragen für uns und wenn ich jetzt alle hintereinander falsch beantworte, dann sehen wir die letzten 2 Fragen nicht. Und ich will schon auch alle Fragen zeigen. Frage 3. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Oh, das ist tatsächlich etwas, was ich gerade nicht weiß. Entweder Kupfried oder Kuperich. Ich würde eher auf Kuperich gehen. Aber ich nehme mal die völlig lost Antwort Gerkup. Sicher? Du Tor! Deine Antwort war falsch. Noch ein Fehler und dein Schicksal ist besiegelt. Ein einziger Fehler. Auf zur nächsten Frage. Schade, dass er einen die Auflösung nicht gibt. Ich meine, konnte man das überhaupt wissen? Das hat er doch im Gespräch gar nicht gesagt, wie er heißt, oder? Kommen wir zu Frage 4. Ganz einfach. Wo ist das Sternjuwel? Im verstopften Klo des Bürgermeisters? Nee, bestimmt in Toad Town. Ach nee, warte, ich muss ja richtig beantworten. Das war jetzt knapp. In Logatsburg! Na ja? Das ist richtig! Gut, das war eine leichte Frage. Aber jetzt wird's schwer! Es geht weiter. Zu Frage 5. Wie kommt man von Rohlingen ins Feuertal? Richtige Antwort natürlich durch eine Röhre. Aber mit einem Kart ist ja zu wild. Falsch! Damit hast du 3 Fragen falsch beantwortet. Was für eine Schande! Sorry, ich habe mich schon immer durch die Schule durchgemogelt. Aber du sollst noch eine letzte Chance bekommen. Wenn du diese Monster besiegen kannst, dann darfst du passieren. Aber ich vermute, du hast keine Chance auf einen Sieg. Gib trotzdem alles,
Wow! Und da seht ihr ihn, den Grund, warum ich mit Absicht falsch geantwortet habe. Es gibt einen Secret Mini-Boss, Event Battle, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und die Sternpunkte, die man dadurch bekommt, sind nicht von schlechten Eltern, außerdem. Hä? Hab ich nicht vorhin gescannt? Oder ist das eine andere Art jetzt? Das ist dann Kirk. Kirks sind fiese, stachelige Steinmonster. Maximal KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Ganz schön harte Burschen. Feuerattacken haben keine Wirkung, aber andere Items sind wohl recht hilfreich. Wenn aber alles nicht hilft, ist Flucht bei diesem Typen wirklich keine Schande. Okay, ist tatsächlich eine andere Art. Ich meine, wir haben die vorhin schon bekämpft, aber die sahen wohl nur sehr ähnlich aus, keine Ahnung. Jedenfalls, der Powerblock ist auch in diesem Fall die ehrenhafte Rettung. Bam! Alle vier Instant KO. Und sie geben einfach mal 24 Sternpunkte. Und das reicht zum Level Up. Bestes Timing. Wir erhöhen diesmal die BP. Bam! Was? Du hast meine kleinen Lieblinge besiegt? Gut. Du hast gesiegt. Also darfst du passieren. Wuhu. Dankeschön. Eine Röhre ist aufgetaucht. Wohin die wohl führen wird.